Wir schreiben das Jahr 1962, September 1962. Charles de Gaulle ist auf Einladung von Kanzler Konrad Adenauer zu einem sechstägigen Besuch nach Deutschland gekommen. Auf dem Programm stehen mehrere Städte: Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, München, Stuttgart und Ludwigsburg. Die Reise ist die Antwort auf Adenauers Frankreich-Besuch vom 2. bis zum 8. Juli desselben Jahres. 1962 sind wir mitten im Kalten Krieg. Die Berliner Mauer, die im Vorjahr errichtet wurde, hat die Teilung Deutschlands besiegelt. Den europäischen Binnenmarkt, Vorläufer der Europäischen Union, gibt es seit 1957. Am Tag vor de Gaulles Ankunft wendet sich Kanzler Adenauer an seine Landsleute. Nämlich zwischen Deutschland und Frankreich eine dauernde Freundschaft zu begründen. Er unterstreicht die Bedeutung dieses Besuchs und bittet seine Landsleute, den General herzlich zu empfangen. Hier sind wir also am 4. September 1962 auf dem Bonner Flughafen. Bundespräsident Heinrich Lübke wartet auf das Flugzeug des Generals. Das gewohnte Händeschütteln, die üblichen Reden, das erste Bad in der Menge, Vorgeschmack auf den Jubel, der den General in den nächsten Tagen begleiten wird. General de Gaulle wird auf dieser Reise 14 Reden halten. Reden auf Französisch, aber auch und vor allem auf Deutsch. Die erste deutsche Rede hält er auf dem Balkon des Bonner Rathauses und er sagt gleich zu Anfang die Worte, die während der ganzen Reise sein Leitmotiv sein werden. Hören Sie. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Sie haben es gehört, de Gaulle sagt das große deutsche Volk. Wir werden darauf später zurückkommen. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Nach Bonn und Düsseldorf fährt de Gaulle am 6. September über den Rhein nach Duisburg. Er hat ausdrücklich den Wunsch geäußert, sich an die deutsche Arbeiterklasse zu wenden. Die Wahl fiel auf die Stahlwerke Thyssen. Thyssen ist eine strategische Wahl. Zum einen haben diese Stahlwerke Waffen hergestellt, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegen Frankreich eingesetzt wurden. Außerdem zeigt de Gaulle, indem er sich an einen Ort begibt, der den deutschen Aufschwung symbolisiert, dass er bereit ist, mit dem neuen Deutschland zu kooperieren. In beiden Fällen steht der Versöhnungsgedanke im Vordergrund. Der Besuch und die Ansprache werden live im deutschen Fernsehen übertragen. Hören Sie den Auftakt seiner Rede, ein Auftakt, der die Gemüter prägen wird. Meine Herren, ich wollte es nicht versäumen, in Ihren Arbeitsplatz zu kommen, um Ihnen den freundschaftlichen Gruß der Franzosen zu entbieten. Meine Herren, mit dieser Anrede drückt de Gaulle den Respekt aus, den er für seine Zuhörer hat. Man beachte, wie diskret und effizient ihm der Dolmetscher das eine oder andere fehlende Wort zuflüstert. Versäumen. Man beachte auch, wie die Mikrofone die charakteristische Gestik von de Gaulle ein wenig einschränken, der hin und wieder dagegen stößt, wie hier oder da, den besten, wenn er sie nicht ganz umhaut. Dem deutschen Volk! Auf Wiedersehen, meine Herren!
Nach seiner gekonnten Rede an die Arbeiter fährt de Gaulle nach Hamburg, um dort, nicht weniger symbolisch, zur Bundeswehr zu sprechen. Dafür, schauen Sie gut hin, legt er seine Zivilkleidung ab und zieht die Generalsuniform an. Comme l'écrivait votre Zugmeier, war es gestern unsere Pflicht, Feinde zu sein. Ist es heute unser Recht, Brüder zu werden? Die Reise geht nun weiter nach Süddeutschland. München, Stuttgart und schließlich Ludwigsburg. In Ludwigsburg möchte de Gaulle zur Jugend sprechen. Die Jugend, also das Symbol eines Generationswechsels, einer möglichen Versöhnung. Die Ansprache findet im Hof der Residenz des Barockschlosses aus dem 18. Jahrhundert statt, vor einer riesigen Menschenmenge. Bundespräsident Lübcke spricht zuerst. Die ungewöhnlich herzliche, ja stürmische Anteilnahme, mit der unser Volk im Westen, im Norden und im Süden unseres Landes die Reisen und alle Ansprachen begleitete, machte die Fahrt des Generals de Gaulle zu einem Triumphzug. Wir wissen, dass unsere Arbeiten um die deutsch-französische Freundschaft, um die europäische Einigung verstanden und mitgetragen werden von den 17 Millionen unserer Landsleute in der sowjetisch besetzten Zone und in Ost-Berlin. Die Erwähnung der Deutschen jenseits des Eisernen Vorhangs löst riesigen Beifall aus. Nun ergreift General de Gaulle das Wort, um eine Rede zu halten, die berühmt werden wird und von der wir Ihnen nun die ersten zwei Minuten zeigen. Und Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche ich, zunächst jung zu sein. Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft ihrer Kundgebungen zu hören und bei einem jeden von ihnen die Leidenschaftlichkeit und in ihrer Gruppe den gesamten Umsprung mitzuerleben, um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. Ich beglückwünsche sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt geistige, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wellen gespendet hat. Wir bei Carambolage waren beeindruckt davon, wie sich der General auf Deutsch ausdrückt. Er spricht frei, ohne Notizen und das Ganze 15 Minuten lang. Gut, an einer Stelle kommt de Gaulle ein bisschen durcheinander, was allerdings ziemlich charmant ist. Der wissenschaftlichen Entdeckungen und noch einmal der maschinellen Entwicklungen
Machen Sie es. Unsere ganze Menschheit in volle Umwandlung zu bringen. Nun, de Gaulle hat, nachdem er bis ins Detail an seinen Reden gefeilt hat, die Übersetzung auswendig gelernt und mit den Dolmetschern an Aussprache und Betonung gearbeitet. Er lernte wohl Deutsch im Gymnasium und auf der Militärschule, perfektionierte es aber vor allem in deutscher Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Nichtsdestotrotz sagte er kurz nach seiner Rede an die Jugend: Ich glaube, ich habe meine Sache verfehlt. Doch das war bei weitem nicht der Eindruck der Deutschen. Im Gegenteil. Und dann waren da diese Worte, die niemand andere als er zu sagen gewagt hätte, im Jahre 1962, nur 17 Jahre nach dem Ende des Nazi-Regimes. Für ihr großes Volk, jawohl! Für das große deutsche Volk, Hegel! Kinder eines großen Volkes, jawohl! Eines großen Volkes! Die Zeitungen geben die Begeisterung der Deutschen wieder und die Rheinische Post bringt die allgemeine Stimmung auf den Punkt. Hier trieb der General die Geister aus. Aber dies und jenseits des Rheins werden bei den Intellektuellen und in der Presse auch kritische Stimmen laut. Der General sei der deutschen Geschichte gegenüber nicht kritisch genug. Sie fürchten, die Deutschen könnten sich so ihrer Schuld entziehen. Der Spiegel schreibt, zum ersten Mal seit Adolf Hitler waren die Deutschen wieder von dem Charisma eines einzelnen Menschen gefangen genommen. Aber de Gaulle hat ein Ziel. Er weiß, dass er durch die Arbeiter, die Armee und die Jugend die gesamte Bevölkerung Deutschlands erreichen kann für sein Hauptanliegen, den Garanten gegen den Krieg, Europa. Und junge Erwachsene waren eingeladen und warteten stundenlang im Schlosshof von Ludwigsburg. Doch draußen warteten noch mehr. Die Original-Live-Übertragung im Fernsehen zeigte, was dann passierte. Eben wird hier bekannt gegeben, dass die Polizisten Anweisung haben, die Tore zum Schloss zu öffnen und die draußen wartende Bevölkerung hineinzulassen. Wie bei einem Rockkonzert stürmen Tausende ins Schloss. Am Ende sind es schätzungsweise 10.000 Zuschauer. Es wurde eng im Schlosshof. Dann endlich der, auf den alle warteten, Staatspräsident de Gaulle. Nur 17 Jahre nach Kriegsende jubeln Deutsche dem ehemaligen Feind zu. De Gaulle ruft auf zu einer deutsch-französischen Solidarität und die soll nicht nur von Regierungen kommen. Vor allem müssen wir aber ihr einen lebenden Inhalt geben und das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. Der ehemalige General lobt Deutschland als großes Volk, das allerdings in der Geschichte große Fehler gemacht habe. Nichtsdestotrotz, Deutschland und Frankreich seien der Grundstein für die Einheit Europas. Die höchste Trumpf für die freie Welt bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. De Gaulle, ein Europäer. 1962 kam er nicht als Sieger nach Ludwigsburg, sondern als Freund der Deutschen mit ausgestreckter Hand. Und mehr noch, er gab Deutschland seine Würde zurück.